Einen wundervollen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Dart und Flatter. Heute mit etwas, was wahrscheinlich die meisten von euch auch wieder kennen. Und zwar nicht diese berühmten drei Striche hier, mit denen man ein Menü aufmachen kann, sondern die berühmten drei Punkte auf der anderen Seite, mit denen man ein Kontextmenü aufmachen kann. Und ja, da kann man dann zum Beispiel auswählen, teilen oder Optionen anzeigen, Einstellungen etc. Und kleine Anmerkung hierbei, man muss das nicht hier am Ende machen, sondern man kann das auch bei jedem beliebigen Menüpunkt in der Mitte machen. Also bei quasi allem kann man diese drei Punkte anzeigen. Und wir machen das jetzt mal bei der App-Bar, können das aber gerne auch woanders hin verschieben. So, wir wechseln jetzt mal ganz kurz hier zu der App-Bar wieder. Und wir sehen, dass diese App-Bar eigentlich nur den Titel Navbar Example trägt. Ja, das ist alles, was wir hier gemacht haben. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit einen Rechtschreibfehler drin habe. Den habe ich jetzt natürlich hier korrigiert. Anders als die Sache mit dem Draw, die wir hier unten separat angegeben haben, ist das, was wir heute machen, nicht unbedingt extra. Also das heißt, man hat hier die Möglichkeit, das direkt an ein Element dran zu hängen. Zum Beispiel können wir jetzt hier einfach hergehen und können sagen, und zwar können wir hier Actions angeben. Actions ist im Endeffekt eine Liste, wo ihr verschiedenste Dinge reinpacken könnt. Das heißt, ihr könnt hier sagen, ich hätte gerne diese Aktion und so weiter und so fort. Und genau genommen, wenn man streng sieht, dann haben wir hier eigentlich schon eine Action dabei, diesen Drawer, den wir hier unten separat uns reingetan haben. Allerdings ist der auf der linken Seite, während die Actions auf der rechten Seite sind. Und rein designtechnisch würde ich euch hier empfehlen, euch auf einen Pop-up-Menü zu beschränken. Das heißt, ihr habt hier dann am Ende diese drei Punkte und da kann man dann eben auswählen, was man haben möchte. So hat man auf der linken Seite quasi die Navigation und auf der rechten Seite hat man dieses Menü, wo man zum Beispiel Settings und Logout hat. Und das ist eigentlich so das, was man eher so standardmäßig kennt. Okay, aber wir können hier natürlich auch noch andere Dinge reintun, wie zum Beispiel einen Teilen-Button und was auch immer ihr da eben haben wollt. Allerdings normalerweise dann nicht da oben, sondern eher auf der auf einzelnen Items, also zum Beispiel auf dem in der Mitte. Okay, was wir jetzt also hier machen wollen, ist ein Pop-up-Menü. Das bedeutet, wir brauchen hier natürlich einen... Ah ja, und da wir hier mehrere Optionen haben, machen wir das mal hier separat. Pop-up-Menü, Pop-Menü-Button, genau. Ein Pop-up-Menü. Und so, das sollte uns eigentlich soweit reichen. Und ja, wir müssen den Item-Builder hier implementieren, aber wir können noch andere Sachen implementieren, wenn wir das wollen. Und zwar können wir auch hier sowas sagen wie Padding und gönnen uns hier absolut Edge Insets.0, also kein Padding. Und wir machen hier ein onSelected. Und das ist im Endeffekt eine Funktion. Diese Funktion könnt ihr irgendwie benutzen, um einzelne Items eben auszuwählen, wenn ihr das wollt. Und zwar, wir machen hier jetzt tatsächlich einfach nur ein Value, wird abgebildet auf Print von Value, okay? Ihr könnt hier allerdings alles machen. Also ihr könnt hier einfach eine Funktion als Function Pointer quasi übergeben, die dann diesen Wert verarbeitet. Das heißt, ihr öffnet eine separate Funktion, eventuell sogar injected hier oben im Konstruktor und könnt dann hier wirklich den Value verarbeiten, das heißt zum Beispiel auf Settings wechseln und so weiter und so fort. Ihr könnt das super gut an euren Navigator geben hier. Okay, als nächstes der Item Builder. Der wiederum nimmt erstmal, der wird eigentlich standardmäßig immer den Kontext nehmen hier und bildet den auch wieder auf eine Funktion ab. Und diese Funktion, die lassen wir uns so ausgeben. Das heißt, was wollen wir hier eigentlich machen? Nun, wir brauchen Items für unser Pop-up-Menü. Diese Items sind alle vom Typ Pop-up-Menu-Entry, aber lasst euch nicht verleiten dazu, dass ihr hier wirklich einzelne Pop-up-Menu-Entries baut, sondern ihr könnt hier ein paar verschiedene Dinge bauen. Und zwar einmal den Pop-up-Menu-Divider zum Beispiel, Pop-up-Menu, ach ja, genau, Pop-up-Menu-Divider, der ist vom Übertyp Pop-up-Menu-Entry, aber ihr könnt selbstverständlich hier drin auch einfach ein Pop-up-Menu-Item bauen, was euch wiederum dann eben als Item dient. Das heißt, das ist was, was ihr wirklich verwenden könnt. Der Divider ist halt mal wieder nur ein Divider, der nichts weiter tut, als eben zu unterteilen, also wie eben ein Divider. So, was können wir jetzt hier reinbauen? Nun, in unserem Pop-up-Menu-Item können wir hier ein Child angeben und dieses Child darf quasi alles sein. Das heißt, normalerweise werdet ihr hier sowas wie ein List-Teil oder sowas haben, aber ihr könntet theoretisch alles reinpacken. So, wir fügen jetzt hier also mal ein Icon ein, ein Icon vom
Quatsch, natürlich meine ich ein List-Teil, das ein Icon enthält. Ein List-Teil mit einem, man sieht, dass ich League of Legends spiele, mit einem Leading-Icon, und zwar Const-Icon von Icons. Icons.share zum Beispiel. So, Share. Und dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, einen Text anzugeben, der als Title definiert wird. Und zwar Title, Text, teilen. Das sollten wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen haben. So, jetzt sehen wir hier, irgendwie möchte uns diese Liste hier nicht sagen, was genau hier eigentlich falsch läuft. Irgendwas ist auf jeden Fall mit dieser Liste. Und das Problem ist, dass wir hier verschiedene Typen verwendet haben. Und diese Liste kann das nicht automatisch wieder rausfinden, was das eigentlich jetzt für Typen sein sollen. Und ja, dementsprechend sagen wir hier, okay, Liste hört zu, das alles sind Pop-Up-Menu-Entries. Achtung, nicht instanzieren, sondern einfach nur so das Ganze machen. Und hier müsst ihr noch einen Typen angeben. Ihr müsst nämlich sagen, was für einen Typen euer Pop-Up-Menu-Entry sein soll, damit das überhaupt irgendwas weiß. Und das Ganze nochmal in spitze Klammern gesetzt. Warum? Naja, weil die Liste eben den generischen Typ Pop-Up-Menu-Entry frisst. Und der Pop-Up-Menu-Entry-Typ ist leider auch nochmal generisch. Der wiederum sagt nämlich, hey, wir nehmen hier Strings mit rein. So, und jetzt habt ihr diesen Fehler nicht mehr. Und das ist immer das, wo es bei den meisten irgendwie schief läuft. Weil man hier eben vorne dran den Typ irgendwann nicht mehr automatisch rausfinden kann, weil wenn man hier zum Beispiel noch ein Pop-Up-Menu-Divider oder sowas reinbringt, beziehungsweise teilweise sogar schon ohne den. Okay. Jetzt haben wir hier aber noch die weitere Option, dass wir hier, ja, schauen wir uns das erstmal ganz kurz an, bevor wir jetzt hier weitermachen. Okay, der Run ist da und wir sehen hier, wir haben diese drei Punkte und ich kann hier auf Teilen klicken. Wunderbar, und meinen Divider habe ich hier offensichtlich auch schon drin, ihr seht ihn. Hier ist so ein kleiner Strich. Ich nehme jetzt einfach mal mein Pop-Up-Menu-Item und kopiere mir das gerade nochmal unten drunter, dann sieht man den Strich auch besser. Und hier sagen wir jetzt mal ganz kurz Lockout irgendwie dazu. Lockout. So, und du verziehst dich. Dich habe ich vorhin schon mal weggeklickt. Lockout. Ups. So, und wenn ich das jetzt hier hot reloade, dann sieht man hier auch sehr, sehr gut, wie eigentlich das Ganze aussehen soll. Und zwar hier einmal teilen und einmal Lockout. Genau. Und ja, jetzt haben wir hier unser wunderschönes Kontextmenü und das sollte uns eigentlich soweit alles geben, was wir wollen. Problem an der Sache ist immer noch, wir wollen ja auch irgendwelche Aktionen damit machen. Und hierzu haben wir ja diese OnSelected-Funktion. Das heißt, ich mache das nochmal ganz kurz hier unten auf und wir klicken jetzt hier mal auf Teilen. So, wir sehen, es passiert nichts. Wir klicken auf Lockout, es passiert exakt gar nichts. Warum passiert hier nichts? Nun, das liegt daran, dass diese ganzen Items eigentlich noch keinen einzigen Typ haben. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich dem ganzen Pop-Up-Menu-Item noch einen speziellen Typ mitgeben. Und das ist dieser Value hier oben. Und ja, jetzt wird es ein bisschen verrückt, denn wir geben dem Ding hier erstmal einen String mit, einen generischen Typen String. Und sagen, okay, dein Value hier ist bitte, einmal einrücken nicht vergessen, dein Value soll bitte teilen sein. Teilen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wenn wir jetzt hier draufklicken auf Teilen, dann kommt hier unten plötzlich unser Teilen-Button. Das bedeutet, was jetzt passiert ist, also ich meine, wir haben das hier ganz normal ausgegeben mit einem Print, aber hier in unserem Pop-Up-Menu-Item haben wir ja nirgendwo irgendeinen Print oder sowas. Aber was passiert ist folgendes, wir haben den Pop-Up-Menu-Button, ja, der ist das hier. Wir haben diesen Teilen-Button, der wiederum ist dieses Pop-Up-Menu-Item, was wir hier haben. Und wenn wir hier drauf klicken, dann wird dieser Value hier an die OnSelected-Funktion weitergegeben als Parameter Value von dieser Funktion, die wir hier angegeben haben. Das ist im Endeffekt eine Funktion, die den Value oder den Wert Value frisst. Und dieser Value wird eben hierüber definiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr hier immer den generischen Typen mitliefert. Ihr könntet hier alles Mögliche haben. Ihr könntet hier auch einen Function Pointer als Typ mitgeben und diesen Function Pointer dann hier übergeben. Ihr könnt hier alles machen, was ihr wollt. Und ja, die werden dann eben hier in dieser Funktion verarbeitet. In unserem Fall ist es nur ein normales Print. Aber wie gesagt, gebt hier am besten eine Funktion an, die dann eben euren Value verwertet und die irgendwo separat irgendwas macht. Und dann eben überprüft, if Value gleich teilen, dann öffne teilen und so weiter und so fort. So könnt ihr das wunderbar machen.
Okay, so jetzt machen wir das natürlich noch hier unten. Das heißt, hier müssen wir das auch noch angeben, diesen Value. Und jetzt machen wir mal absichtlich hier keinen generischen Typen rein. Das heißt, wir sagen hier mal Pop-up-Menu-Item und der Value ist Logout. Und jetzt hot-reloaden wir das und schauen uns das Ganze mal an. Logout. Und wir sehen, es funktioniert trotzdem. Warum funktioniert das jetzt trotzdem? Warum weiß mein Compiler, was für einen generischen Typen meine Menu-Item-Liste hat? Nun liegt einfach daran, dass wir hier oben den String auch schon angegeben haben als generischen Typen. Schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn ich das jetzt so mache. Und ja, jetzt haben wir hier oben beim Teilen haben wir den generischen Typen. Funktioniert auch wunderbar, wird ausgegeben. Hier unten haben wir den generischen Typen nicht angegeben und wir haben ihn hier oben beim Pop-up-Menu-Entry auch nicht angegeben. Macht aber überhaupt nichts, denn offensichtlich kann man das inferieren und ja, dann wird eben genau das gemacht. So, jetzt machen wir hier mal was anderes und sagen hier, der Value hier ist 42 und der Value hier ist 1337. Hier darf ich das nicht machen, hier unten darf ich das machen, weil hier oben habe ich ja explizit gesagt, hey, das ist ein Value-String. Und ja, hier unten habe ich das leider erlaubt. Das heißt, ich kann hier tatsächlich auch weiterhin sagen, ich gebe hier alles an, was ich möchte. Machen wir hier mal auch weg. So, wir sehen, eigentlich brauchen wir also diesen generischen Typen gar nicht. Wir können hier alles machen, was wir wollen. Aber wenn wir dann das machen und anschließend sagen wir hier teilen, dann gibt es uns halt einfach diese Zahl aus, als wäre es ein String. Das heißt, eigentlich, wenn man es technisch genau nimmt, muss man es nicht machen mit diesen generischen Typen. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man es tut. Und ja, natürlich, in den meisten Fällen habt ihr hier so oder so einen String oder einen Integer. Ihr werdet hier wahrscheinlich seltener mit sehr komplexen Typen arbeiten, die euch das dann irgendwie machen. Eventuell, was ihr häufiger mal haben könntet, auch wenn ihr es ganz, ganz ordentlich strukturieren wollt, sind Enumerations, also Enums, die dann eben direkt auf den richtigen Wert verweisen. Auf die kann man halt super guten Switch Case anwenden. Und ja, das ist ja im Endeffekt genau das, was wir hier oben eh machen müssten, je nachdem, was wir hier eben tun. Okay, das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, es hat euch so gefallen und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.